Liebe Zuschauer, heute bei uns zu Gast das Pack. Ja. Wo ist denn deine bessere Hälfte? Meine oder bessere die andere Hälfte? Es ist ja alles nicht so einfach. Wir führen eine glückliche Beziehung mit multiplen Ecken. Ja, und er ist gerade unterwegs bei einer seiner anderen Ecken, ja, und das sind die Monsters of Liedermaching, sehr, sehr gute Band, und die spielen heute irgendwo in dieser schönen Republik vermutlich ein sehr gutes Konzert, und deswegen bin ich hier. Ja, aber schön, dass du da bist. Das will ich auch sagen. Ich muss dich jetzt unbedingt was fragen. Ja. Ich habe bei euren Konzerten gesehen, dass ihr euch mit einem Schlauchboot durch die Gegend gekarrt habt. Was hat das auf sich? Ja, das war folgendes, es geht wiederum um die Band Monsters of Liedermaching, und jetzt ist auch gut mit Werbung, denn wir sind ja hier wegen des Pack. Also es begab sich, dass sowohl die Monsters of Liedermaching als auch das Pack gespielt haben auf einem sehr freundlichen und guten Festival namens Open Flair. Und da ist es so, es gibt zwei Bühnen, die liegen sich gegenüber, und dann ist immer auf der einen Bühne der letzte Ton, und dann geht es quasi auf der anderen schon los. Nun war es aber so, dass erst die Monsters auf der einen Bühne spielten und danach das Pack auf der anderen. Und da Penson Paletti, wie mein kongenialer Superpartner heißt, zwar echt ein guter Typ ist, aber leider immer noch nicht fliegen kann, haben wir das Publikum bemüht, ja, die Monsters komplett, während sie das letzte Lied gespielt haben, das war die eigentliche Attraktion, auf ihren Händen zu unserer Bühne zu tragen. Und dann kamen sie bei uns auf die Bühne und wir haben gemeinsam noch ein Lied gespielt. Das war eine sehr schöne Zeit. Ja, und es ist auf jeden Fall sehr lustig anzusehen. Ja. Erzähl mir doch mal ein bisschen was, ihr seid ja ein Duo, ne? Wir sind ein Duo. Aber eigentlich auch nicht so wirklich ein Duo. Aber auch eigentlich nicht so richtig ein Duo. Und du hast es total mal, durchschaut. Was ist das für ein Duo? Also, das Duo besteht aus mir, Flotze, ich spiele Schlagzeug und ich singe manchmal. Und aus Penson Paletti, der singt noch viel mehr und spielt Gitarre, aber nicht irgendeine Gitarre, sondern eine sehr, sehr gute Gitarre mit so Gitarrenseiten und einer Bassseite. Was bedeutet im Umkehrschluss, wir sind zwar zwei Leute, klingen aber wie 17. Und das ist eine schöne Sache, weil die Leute gehen so an der Bühne vorbei auf so einem Festival und denken, was sind das denn für zwei Spastis und wieso, wo sind die anderen 20, die dieser Song verspricht? Und dabei sind es nur die beiden Spastis von nebenan. Ja. Was hat denn diese Geschichte auf sich mit diesem Packesel? Ja. Werd doch auch ein Packesel. Ja, das kann ich nur jedem empfehlen, ein Packesel zu werden. Packesel sind per se sehr, sehr gute Menschen, die ihre Güte uns dadurch zeigen, dass sie das auch möchten, dass wir reich und berühmt werden. Yeah. Ja. Und das unterstützen sie, indem sie sich eintragen auf unserer Homepage www.guterporno.de, wo man sich eintragen kann als Packesel, auch du, okay, wenn du das möchtest. Und dann kriegst du so Flyer zugeschickt und Plakate und kannst deine Freunde zu spammen mit das Pack. Flotze, lass uns doch mal unbedingt über euer neues Album reden. Sehr das ist gerne. Ja, mittlerweile das zweite. Ja. So. So sieht es aus. Ja, schön Sumi, Sumi, Sumi. Das machst du ganz toll. Das ist großartig. Wie der Typ Karate kann, der da durch die Luft fliegt. Ja, wer ist muss denn eine Sportskanone sein. Wer ist denn unfassbar. Das ist unglaublich. Ja, und eine tolle Haarfrisur hat er auch. Großartig, ich weiß auch noch. Ja. Wir haben mir gar nicht aufgefallen. Oh, geil. Oh, super. Jetzt erzähl mal ein bisschen was drüber. Es ist ein super gutes Album. Wir haben es aufgenommen in deiner Heimatstadt Berlin. Ja. Ja. Damit die auch mal was von uns haben, weil wir kommen ja aus Hamburg und wohnen da auch sehr gerne. Wir haben es aufgenommen in so einem sehr mondänen, schicken Studio, also Berlin-Style schick, also das heißt total abgeranzt, aber er hat alles, was man braucht. Ist ein sehr schöner, großer Saal, so Loft sagt man, glaube ich, dazu. Ja. Das ist ja unglaublich. Und es stehen viele tolle Instrumente da, es sind sehr viele nette Menschen da, die da rumhängen, und da haben wir unser erstes Album auch aufgenommen und das zweite auch, und es ist ein wunderschönes Album geworden und heißt Macht doch, was ihr wollt. Was ist denn anders als bei dem ersten? Das erste war, glaube ich, nur ein Demo, ne? Nee, wir haben ein Demo gemacht, dann haben wir das erste Album gemacht, jetzt haben wir dieses Album gemacht. Wir sind besser geworden. Und das sage ich nicht einfach nur so dahin, sondern es ist wirklich so, weil wir wollten eigentlich nicht ein Duo sein. Penson ist Gitarrist und ich bin eigentlich Bassspieler von Beruf, sag ich mal. Und wir haben einfach sehr viele Schlagzeuger verschlissen in unserem Leben und nie denjenigen gefunden, mit dem wir alt und glücklich werden konnten. Deswegen haben wir irgendwann entschieden, wir machen das jetzt zu zweit. Das bedeutet, Penson hat sich eine Gitarre bauen lassen, womit er auch Bass spielen kann. Und ich habe mir ein Schlagzeug geliehen, damit ich mal Schlagzeug spielen üben kann, weil das konnte ich nicht. Und deswegen waren wir beim ersten Album noch nicht so gut.
obwohl das Album natürlich schön ist, aber so. Und jetzt haben wir sehr viele Konzerte gespielt, Festivals gespielt, neue Lieder geschrieben, genau. Sind viel unterwegs. Ja. Und davon hat man natürlich auch was, man wird besser mit der Zeit und ich glaube, das hört man auch diesem Album an. Und ich finde, wir haben es gut hingekriegt, trotz diesem ganzen vielen unterwegs sein, auch sehr schöne neue Lieder zu schreiben.